Hey Leute, und da sind wir wieder bei unserem Majora's Mask und Ocarina of Time Combo Randomizer. Es geht wieder weiter. Wir sind jetzt wieder in der Welt von Ocarina of Time. Im letzten Part war mein Majora's Mask ein bisschen unterwegs. Und, Bunnyhood, okay, wie macht man das? Ah, guck mal. Hey, wie gut. Man kann jetzt einfach hin und her switchen zwischen den beiden. Alter, einfach Bombenmaske in Ocarina of Time. Wie geil ist das, bitte? Leute, echt mal. Okay, wir bleiben aber erstmal dabei. Und ich würde sagen, ja, wir durchstromern heute erstmal wieder Ocarina of Time ein bisschen. Wir haben, ja, die Bombenmaske haben wir jetzt hierfür. Wir haben ein bisschen Geld geholt. Die Krabbelminen haben wir. Bringt uns jetzt alles nicht so viel. Aber in Majora's Mask konnte man halt noch weniger machen. Das ist Fazit. Weil, wir haben halt nichts, ne? Wir haben keine Masken, wir haben keine Ocarina. Da ist halt nichts passiert. So, wir holen uns erstmal ein bisschen Kohle. Damit wir wenigstens nicht ganz so unausgestattet hier rumlatschen. Ich würde mal kurz auf die Lon-Lon-Farm gehen. Da können wir uns ja auch ein paar Items holen. Erstmal for free. Eine Skulti können wir uns holen. Und wir können in den Turm reingehen und uns da die Kuh holen. Bloß das Lied von Marlon können wir, glaube ich, noch nicht lernen. Die müsste... Ich weiß nicht, die ist, glaube ich, noch nicht wieder zurück. Weil wir haben Talon noch nicht aufgeweckt, oder? Metroid Prime haben wir jetzt hier wieder. Achso, wir haben ja hier auch wieder andere Räume. Random Räume. Und da ist die vierte Fee. Alter. Okay, wir kriegen einfach schon mal 4 Items, wenn wir Zeldas Wiegenlied haben. Ah, okay, perfekt. Da wollte ich hin. Ich dachte eigentlich, das ist da hinten drin, aber nein. Wir machen das direkt über den Raum hier. So, drückt mir die Daumen, dass da was Schönes drin ist. Und... Ah, ein Skulti-Symbol. Sieht mir nach einem Ocarina of Time-Symbol aus. Jo, müsste Nummer 2 sein, richtig? Jo. Okay, ja, wir brauchen mindestens 10, damit wir das erste Item im Skulltula-Haus holen können. Was vielleicht auch random ist, I don't know. We will see. Okay, aber wir können uns noch eine Skulti holen. Und könnten theoretisch direkt mal die Bombenmaske ausprobieren. So, jetzt haben wir Bombenmaske. Wie gut ist das, ey? So, erstmal Skulli. Und dann... Ja, kriegen halt Schaden. Ah, leider nur Degonüsse. Schade. Schade, schade. So, und jetzt können wir einfach wieder zurücktauschen, ne? Wie gut. Okay, Marlon ist aber auch schon da. Können wir von der ein Lied lernen? Geht das jetzt schon, wenn wir ihren Vater noch nicht gerettet haben? That's the question. Wir probieren es mal. Jo. Jo, geil! Die Slingshot. Das ist gut. Fernkampf, Leute. Slingshot ist schon mal ganz nice. Okay, dann gehen wir hinten in das Gebäude nochmal rein. Ja, also das mit den Skultis werde ich wieder machen wie mit den Geisterseelen, nur wenn ich eine wirkliche Skulltula umbringe. Also, ja, habe ich ja jetzt gerade. Markiere ich das. Ich denke, das ist ein guter Plan. Okay, ja, das ist auch wieder eher so ein sinnloses Gebäude. Aber das ist nicht schlecht, das ist ziemlich weit hinten am Arsch der Welt. Haben wir hier nicht noch irgendwo ein Loch oder ist das nur beim Erwachsenen-Link? Nee, da ist das Loch. Okay, gucken wir mal hier rein. Was wir hier noch Schönes drin haben. Das wird echt lustig werden, ey. Sag ich euch. Also theoretisch kann ich mir das mal merken, weil hier muss ich später hin, wenn ich die ganzen Lieder vom Erwachen hab, ne? Muss ich das alles mit dem Goron machen? Nee. Da
muss ich, glaube ich, die vier krassen Lieder haben, ne? Aus Majora's Mask, damit ich das mit den Steinen machen kann. Ich glaube schon. Okay. Hier wären wir auch erstmal fertig. Wir haben die Slingshot bekommen. Eine Skuldi. Kann man machen. Weiter geht's. Das Gute ist, wir haben unendlich Bomben. Das ist schon ziemlich cool. Frage ist, was können wir jetzt noch alles machen? Ich würde da hinten erstmal den Stein wegsprengen. Dann gucken wir da mal rein. Ein Schild wäre halt ganz nice, weil dann könnten wir uns halt auch noch verteidigen, wenn wir das einsetzen mit der Bombenmaske. Dann wären wir quasi auch unbesiegbar in der Zeit. Kirby's Block Ball. Wow. Aber die Frage ist, ist das jetzt ein temporäres Item? Wie ist denn das? Das ist doch das Razor Sword, yo. Okay, ja, ist geil. Aber ist jetzt halt die Frage, wenn ich jetzt in Majora's Mask die Zeit zurückdrehe, habe ich dieses Item dann noch? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Eieieiei. Also uns werden hier, glaube ich, noch ein bisschen, einige Fragen aufkommen, denke ich. Das wird alles noch sehr interessant werden, Leute. Warte mal, ich hole mir noch gleich nochmal ein bisschen Kohle. Wenn wir jetzt einmal hier beim Schloss sind, sollten wir das immer mal machen. So. Ah, Mann. Manchmal springe ich nicht weit genug. Da hat Link halt keinen Bock. Okay, Saya, sorry. So, jetzt aber. Ah, sind jedes Mal 40 Rubine. Sollten wir schon mitnehmen. Aktuell brauchen wir das Geld. Wir sind jung und brauchen das Geld. Wenn wir dann erwachsen sind, sieht das wieder anders aus. So, hier gibt es auf jeden Fall auch was. Da sollten wir auf jeden Fall überall mal reingucken. Okay. Wir haben Dekonüsse, ne? So, zack, Tour of Kind. Und was, 45 Rubine. You want some Lon Lon Milk? Nee. Ciao. Ciao. Nur sinnlose Items. So. Wir haben jetzt Nacht. Ist schon Nacht? Jetzt ist Nacht. Heißt, wir können hier jetzt erstmal schön Skuldis abkrabbeln. Ist vielleicht nicht so schlecht. Wir haben immer noch kein Schwert, ne? Das ist so nervig. So. Small Key für Fire. Ich gehe einfach mal davon aus, es ist der Feuertempel. Ah, nee, Fire Key. Ah, Fire. Spirit. Ganon. Fortress. Bottom of Well. Ah ja, klar. Wir haben ja nur kleine Schüssel in den Dungeons. So, genau. So, Fire. Und eine Skuldi, die haben wir ja auch noch getötet, ne? Genau. So, dann theoretisch hier ist auch irgendwo ein Höhleneingang. Perfekt. Wahnsinn. Das war ja wirklich fast perfekt. Huh? What the hell? Was ist da los? Seht ihr, was ich sehe? Seht ihr das? Was ist denn da los? Oh, was? Hau, Impa ist so eine Feenquelle. Ach du Scheiße. Ja, Rainer. Okay. Alter. Bossfights sind jetzt kein Problem mehr. Dann. Das dritte goldene Scutula-Token. Dann haben wir hier noch ein bisschen Kohle. Piece of Heart, ja. Dann
Die Silver Scale. Warte mal, wo ist die? Ocarina of Time, genau. Nee. Zack. Dann haben wir hier noch ein bisschen Kohle. Hier hätten wir noch einen Pott. Alter! Was zur Hölle? Das hat sich gelohnt, Leute. Wie nice ist das denn? Wahnsinn! Okay. Ich will die nächste Feenquelle finden. So. Ja, ich werde erstmal normale Bomben nehmen. Ah, das ist ein Chicken. Das müsste aber das sein, oder? Ich denke schon. Das müsste das fürs als Kind sein. Nee, ist, hä? Nee, ist, hä? Okay, das ist das Chicken als Erwachsener. Ich glaube schon. Sei denn, ich kann das jetzt hier auch noch tauschen? Nee, ist das Chicken als Kind. Okay, also ich habe jetzt hier die ganzen Tausch-Items habe ich hier drinne. Okay, krass. Gut, Chicken als Kind ist da. Chicken als Kind. Dann können wir theoretisch jetzt auch Talon holen und können in den Palastgarten. Da haben wir auch sehr viele freistehende Rubine. Die Frage ist, will uns da Zelda überhaupt empfangen? Das ist eine gute Frage. Oh, der Angelteich. Könnte man theoretisch gleich mal mitnehmen. Ich hoffe, ich habe das so eingestellt, dass ich gleich den dicksten Fisch ziehe. Das wäre toll. Sieht aber gut aus, ne? Ich glaube, das ist ein ziemlich dicker Zeitgenosse hier. Aha, was war das denn? Jeder Fisch ist ein Gewinn. Komm her, mein Freund, los. Schnapp ihn dir. Der hat keinen Bock. Der ist ein bisschen faul hier, der Kleine. Aber Leute, sag mal, das ist ja hammermäßig, ey. So eine Feenquelle? Was ist das jetzt für Musik? Also über die Musik bin ich schon sehr amüsiert. Gerade über die Overworld-Musik von Majora's Mask, die war auch echt klasse. Was war das denn? Okay. Was haben wir denn hier? 8 Pfund? Nehmen wir mit. Let's go. Da haben wir das nämlich auch schon. Super Mario Kart ist das. Wie gemeine Fische. Wow. Echt jetzt? Schade. So. I want a quiet. Tschüss. Na gut. Haben wir das auch abgeschlossen? Schön. Cool, cool, cool. So, die Skull, die da unten haben wir geholt. Ich rüste mal kurz meine Feenschleuder aus. Und ist hier trotzdem standardmäßig das... Nee, okay. Diesmal ist das auch gerandomized. Heißt, wir müssen die Augen offen halten, auf jeden Fall. So, jetzt hole ich mir erstmal die nächste Skulti. Schön mit der Schleuder. Guck mal, die Schleuder, die sieht auch anders aus. Das ist schon ziemlich cool. So, das ist aber... Okay, original ein Skulltula-Symbol. Sehr schön. So, weiter geht's. Auf zur nächsten Skulltula. Ah, Leute, das macht ja mega Spaß, ey. Mega mäßig Spaß. So. Vor allem, was hier alles random ist, ey. Wahnsinn. So, das haben wir da oben. Ah, das ist wieder eine Fee. Ja, die werden alle aus den Laden gerandomized sein, wahrscheinlich. Ich werde sie trotzdem mitnehmen. Logisch. So. Ist aus Majora's Mask. Oh ja. So, und theoretisch kann ich hier so einen Sidehopper machen. Scheiße. Daneben. Ich habe nicht viele Herzen. Ich weiß nicht, ob ich das machen sollte.
probiere es gleich nochmal. Ich glaube, ich muss hier vorne stehen. Ja, sehr schön. Dann kann ich nämlich gleich mal mit dem hier reden. Der müsste uns auch noch ein Item geben. Wenn er denn reden möchte. Hallo? Sprich mit mir. Ja. Ein grüner Rubin. Hm, na gut. So. Aber es gibt ja noch mehr Skulltees, ne? Okay, hier geht's nämlich gleich weiter. So, Pfeile. Hm. Auch eher sinnlos. Okay, ich würde sagen, wir checken mal die Häuser aus. Hier haben wir einen Laden drinne. Jetzt ist die Frage. Ja klar, das ist der Durchgangsladen. Aber wäre hier als Tag was anderes? Eher im Tag, als Tag. Die ist nie offen, die Tür. Als Tag, im Tag. Wenn Tag wäre, wäre da was anderes drin. Das ist die Frage. So, was haben wir hier? Das ist die Shooting Gallery vom Erwachsenen Link. Okay. So, dann bleibt uns ja eigentlich nur das Häuschen da oben und das Loch da hinten. Dann haben wir schon alles. Ah ne, und die Hexe, genau. Das bleibt auch dabei. So, aber wir können dem theoretisch direkt den Song vorspielen. Dann ist der Brunnen schon mal leer. Ne? Oder müssen wir erst als Erwachsener mit dem reden? Okay, da oben gibt es auf jeden Fall auch Kohle. So. Ich glaube, das muss ich als Tag, am Tag machen. Okay, ich glaube. Ansonsten haben wir erstmal alles. Auf dem Friedhof können wir, glaube ich. Ja, gut, wir können in die Gräber so ein bisschen rein. Wir können vielleicht das Spiel mit Boris spielen. Jo, der ist gerade da, sehr schön. Lassen wir den hier gleich mal buddeln. Wäre halt geil, wenn wir mal ein Schild bekommen. Direkt Hauptgewinn. Und was ist es? Oh. Schlüssel. Ja. Room Key. Da ist halt die Frage. Ja. Tritt jetzt halt wieder die Frage ein. Was passiert, wenn ich die Zeit zurückdrehe? Was passiert dann? Fragen über Fragen, Leute. Man weiß es nicht. Oh, sehr schön. Deko-Kerle sind immer gut, wenn sie was Gutes dabei haben. Aua. Nope. Dich möchte ich nicht. Oh, ja. Okay, ich habe hier nicht genug Geld. Hm. Später. Hat für mich jetzt noch keinen großen Mehrwert, leider. So, können wir hier rein? Ja. Ah, die Musik. Geil. So, können wir das kaufen? Könnten wir. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Kriegen wir nämlich mehr Geld. Und das ist die Goron-Tunika. Ja, das lohnt sich alles nicht natürlich. Boah, 460 Rubine, Alter, wie teuer. Okay. Das wird nochmal später sehr teuer. Aber die Goron-Tunika könnte man theoretisch mitnehmen. Wollen wir das machen? Nee, mache ich jetzt auch noch nicht, weil es dauert eh noch ewig, ehe wir erwachsen werden. Wir brauchen ja erstmal alle drei Juwelen und den Song of Time. Ich glaube, das ist noch nicht lohnenswert. Sehe ich noch keinen Sinn dahinter. Da gebe ich einfach nur sinnlos Geld aus. So, hier. War das hier? Haben wir noch ein Loch? Ja. Okay, wir sind in Majora's Mask. Und kriegen auch mal ein paar Deko-Nüsse.
So, was haben wir denn hier? Wir haben das Razor Sword einfach. Eine weitere leere Flasche für Majora's Mask. Wäre auch geil, wenn wir das mal in Ocarina of Time bekommen würden. So. Aber zumindest ein paar Items abgesahnt. Das Razor Sword, ey. Ich hoffe, das bleibt für immer jetzt. Das wäre echt super. Okay, wieder raus hier. Was machen wir jetzt? Ich hätte gesagt, wir schauen uns Kakariko jetzt nochmal am Tage an. Wir könnten theoretisch nochmal auf die Lon-Lon-Farm gehen in der Nacht. Da, Ja, aber was können wir da machen? 278 Rubine, das ist schon mal sehr, sehr gut für uns. Mann, jetzt habe ich wieder kein Schwert. Das nervt mich. Ich brauche unbedingt ein Schwert, Leute. Das wäre toll. Wir brauchen halt das Schwert und ja, den Deko-Schild, damit wir erstmal ein bisschen Progress machen können, ne? Aber wir könnten theoretisch mal zu den Soras gehen. Da gibt es ja auch ein paar Löcher und den Typen, der uns Dingens verkauft. Erbsen. Da könnten wir die auch gleich mal pflanzen. So, weil wir haben ja auch hier direkt eine Skulltee. Und da würde ich mal das hier ausrüsten. So, zack. Und zack. Ich hoffe, ich habe nirgendwo vergessen, jetzt irgendwo ein Skulltee-Symbol zu setzen. Wahrscheinlich habe ich das irgendwo vergessen. Also mein Plan ist immer, die Skulltee zu setzen, wenn ich eine Skulltee eingesammelt habe. Wenn ihr wisst, was ich meine. Also wenn ich eine Skulltee getötet habe und das Item eingesammelt habe, dann möchte ich ein Skulltula-Symbol setzen. Das ist der Plan dahinter. Ich hoffe halt, dass ich da nirgendwo was vergesse. Vielleicht könnt ihr mich da ein bisschen unterstützen. Du Scheiße. Aber dafür brauche ich doch... Ach du Kacke, dafür brauche ich doch Dampe, oder? Der muss doch eigentlich sich hier mit reinbuddeln irgendwie. Aber hier ist offen. Wo geht's da hin? Oh oh. Hab ich jetzt Scheiße gemacht? Ich hab den Hof vom Ikana. Kann ich hier wieder rein? Scheiße. Ey, jetzt habe ich ja Kacke gemacht. Jetzt habe ich richtig Kacke gemacht. Oh, das ist hart, ey. Das ist wirklich alles sehr, sehr hart. So, und die greifen mich auch alle an, weil... Ja, logisch, ne? Wahnsinn, ey, was hier los ist, Leute. Vor allem, wir haben auch schon wieder den Part Ende. Okay, neuer Tag ist angebrochen. I wish you a Merry Christmas. Oh cool, ich komme hier gar nicht mehr weg. Oh oh. Leute, ich habe Scheiße gemacht. Ich komme nicht zurück. Nope, ich komme hier nicht zurück. Ah, Leute, ich glaube, ich muss mich umbringen. Ich glaube, eine andere Möglichkeit gibt es da gerade nicht. Aua. Und das Schlimme ist, ich kann ja jetzt auch gerade nicht speichern. Ey, ich bin mal mega verwirrt. Ich komme wieder zurück. Alter, was? Was passiert hier gerade? Okay, das Dampe. Dampe? Geh weg. Und da komme ich nicht rein. Alter, was zur Hölle? Ja, speichern kann ich nicht, ne?
Das geht nicht. Ich habe zwar ganz tolle Items hier, bringt mir nur alles nichts. Okay, warte. Was ist denn das? Was passiert hier? Ich bin gerade richtig groß, ne? Aber ich komme trotzdem nicht drüber. Oh Gott. Geh weg! Nee, ich bin gleich Game Over. Kannst du da irgendwie draufklettern, Link? Okay. I see. Ich bin richtig mächtig. Ich bin richtig groß und ich kann mich jetzt jederzeit... Aber das war's. Ja. Hat das schon mal jemand geschafft, als... Ich starte wieder hier. Warum? Fuck, Leute, ich habe richtig Scheiße gemacht. Hä, hey, aber ich habe doch logisch eingestellt. Ja, das seht ihr mal, wie buggy das hier ist, ne? Ich komme hier jetzt nicht mehr raus. Wahnsinn. Ja, gut, Leute. Ich würde sagen, ich überlege mir mal was, wie ich hier wieder rauskomme aus dem Gedöns. Und wir sehen uns dann in einer neuen Folge wieder. Ocarina of Time, Majora's Mask Randomizer. Ja, ich hätte gesagt, ich starte mal das Game neu und hoffe, dass ich dann irgendwo spawne, wo ich wieder rauskomme. Aber das ist halt auch krass, ne? Dass ich hier einfach als grimmige Gottheit rumrennen kann. Das ist schon krass. Und ich bin echt richtig groß, ey. Wahnsinn. Okay. Nee, bringt jetzt nichts. Warum soll ich noch irgendwas machen? Bringt nichts. Alles klar. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Ich guck mal, dass ich hier wieder rauskomme. Spiel neu starten, etc. Ich hoffe, das kriege ich irgendwie hin. Bis zum nächsten Mal. Euer Zelda-Junge. Tschüssi.